Willkommen zu einer neuen Folge Kreuzworträtsel, Kniffel, Spaß hier auf dem Kanal. Heute für den 1. November das Daily Kreuzworträtsel von der Seite 50 Plus. Ja, und wie auch im ersten Video starte ich wieder einen Timer mit 15 Minuten und dann schauen wir mal, wie gut wir quasi in dem heutigen Rätsel hier durchstarten. Und dann würde ich mal sagen, die 15 Minuten starten und go. Ja, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Ein Ackergerät wird eine Ecke sein, jawohl. Energiequelle, Gas, Holzgefäß, kann auch vieles sein. Fischknochen. Eine Gräte. Seemannscher Begriff. Ein Sinnesorgan. Nase? Nein. Mund. Das Organ. Laubbaumerle, jawohl. Haben wir hier Leere. Fragewort wer? Okay. Diebischer Vogel, die Elster. Bedeutung Wort. Nee, ist nicht das Wort. Geräusch, ein Ton. Jawohl, Saat ausbringen. Säen. Nehmen wir mal Sauge. Wert. Gebärde, Geste. Strom in Afrika natürlich der Nil. Fränkischer Ausflur, R, nee, nicht R, Ern, genau, so rum, Aussprache, Rede, Fürstentitel, arabischer Fürstentitel, bin ich jetzt gerade nicht, Almhirte, der Zen, lokales Netzwerk, LAN, Dunstauch, ein Vulkan auf Sizilien, der Ätna, 13 V-Tier Ei, Baumtal ist ein Ast, südostafrikanische Sambia, jedoch aber aus, na, das hab ich jetzt nicht, wie jetzt, was, wann, nee. Einfahrt, nee, Tore, Tore, genau. Hochziele, Ideale. Auslese, Edel. Wie jetzt? Hä? Ja. Dünnes Tauch. Ammo, Ami, Ami, ja. Dünnes Tauch, Leine. Genau, Festräume. Säle. Orson, Mal, Teser, Orden, Befrachten, Order, nee, Order nicht, Piepen, Textauslesung, Lateinisch Göttin, Ase, nee. Sollte, geht auch ein bisschen schlecht.
Isabel Laden Baren Ada Asa Ada Aga. Aga, das ist doch ein türkischer Titel. Komisch. Afa. Eva ist ja ein Vorname eher. Norddeutsches Textauslesung. Da bin ich jetzt gerade nicht dabei. Erdbeerfarben. Ja, wird irgendwas Rötliches sein. Seemännischer Begriff. Das kann zu viel sein. Schmale Holzlatten. Wie nennt sich denn schmale Holzlatten? Brett. Holzgefäß. Oh, das gibt's ja jetzt nicht. Stehe ich aber total in eine Vase ist natürlich nicht. Fass. So. So, ein Fass natürlich. Schmale Holzlatten. Erdbeerfarben, seemännisch. Begriff. Eine lateinische Göttin. Oder lateinisch für Göttin. Verwechsel ich das mit etwas Norddeutsch für Mädchen. Mädel, nee. Textauslegung. Doch, ich sag das richtig. Hahaha, jetzt haben wir natürlich hier so ein bisschen das Problem, dass wir nicht weiterkommen. Norddeutsch Mädel, ja. Oh, ich dreh mich in den Bauch hier, bin ich. Weil das müsste ich eigentlich wissen, lateinisch Göttin. Es ist auf jeden Fall, müsste es mit einem Vokal losgehen. Nee, okay, das funktioniert alles noch nicht. Diese norddeutsches Mädchen Text auslegen. Hm. 46 haben wir noch. Schmale Holzlatten. Ist ja Mehrzahl. Hier kommt E. Leisten, oder? Ja, leisten. Erdbeerfarben. Erdbeerfarben. Also Erdbeeren sind eigentlich rot oder klar, sie wachsen grünlich. Kerne. Ein seemännischer Begriff. Boah.
glaube, wir müssen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei 7 Feldern tatsächlich aufgeben, leider. Ref. Phrase. Okay. Deren. Exegese und Dea. Ja, okay, das sind dann die Lösungen von diesem Rätsel. Ja, aber wir haben uns trotzdem, denke ich mal, ganz gut hier geschlagen. Und ja, wir hängen dann gleich das nächste Video mit an vom 2. November. Also bis gleich. Und willkommen zum zweiten Video. In diesem Video jetzt zum Daily Kreuzworträtsel vom 2. November. Und dann würde ich mal sagen, wir starten den Timer 15 Minuten und go. Ja, was haben wir hier? Backwerk. Das wird natürlich ein Brot sein. Ne, ist doch kein Brot. Dann machen wir das mal kurz weg. Inklusive, ja. Dann ist es ein Keks. Jawohl, Energiezelle. Ein Staat in Nordamerika. Kanada. Leuchtmittel LED. Energiezelle, ein Akku, so. Kostenaufteilung. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Schnittig. Lästiges Tier. Wüstenrastort. Oase. Windrichtung Süd. Bestimmter Artikel. Der. Regional TV-Sender. WDR. NDR. Okay, afrikanischer Staat. Kann auch vieles sein. Windstoß, Böen, das Beet, Anders Ans, aufhören, beenden, so. Geröllsteine, Guinea, nee. Windstoß. Nee, das lassen wir erstmal. Um ein Biest, immer ja, lässt hier ansehen. Image, Guinea. Böen, okay. Ist nicht richtig? Doch. Genau, passt. Untergehen, sinken, Teilzahlenrate, so rum. Arabischer Staat, Irak, Laubbaum, Erle. Weit unten, tief, Fabelwesen fehlen. Knattern. Das müsste Dreh mit T. Viehfarm Ranch. Nee. Dauerbelastung. Ne. Stress, jawohl. Knattern, Rattern. Taten, Schelten. Mann, ist das keine Ranch? Achso, nee, so rum wird es ja auch geschrieben. Finale. Was? Insulpiere. Lange Kanthölzer. Spielkarte Ass. Indisches Wickelquanz Sari. Finnisch. Okay, hätten die vielleicht mal Englisch hinschreiben sollen. Islamischer Herrschertitel Kalif. Ja, Kalif. Latten. Ja. Griechischer Gott Eros.
Ereson. Korrigieren. Westen, Rosten, Westen, Rosten, ja. Kanada, ja. Genau, so. Schnittig. Schnittig. Poetisch Kämpfer. Asketen, die Asketen. Die aus Peru da. Amerikanischer Raum. Inkas nicht. Kostenaufteilung. Eine Umlage? Ja, eine Umlage. Schnittig. Kämpfer? Nee. Dämpfer? Nee. Asketen. Marias Imkas. Enden. Ja, rasant. Asketen. Und poetisch Kämpfer. Ich versuche es jetzt mit dem K. Chem. Ist das richtig? Ja. Und ja, Fakire. Sehr gut, wir haben es tatsächlich komplett geschafft und haben sogar noch ja etwas über 8 Minuten, 8 Minuten 45 übrig. Ja, auch wenn wir uns da vielleicht ein bisschen Dusel geleistet haben, aber wir haben es geschafft tatsächlich. Ah, Fakirs und Asketen. Obwohl die leben schon bescheiden, ja, okay. Ja, das passt gut. Ja, das wäre damit auf jeden Fall das Daily Kreuzworträtsel vom 2. Jetzt haben wir 4 Stück sogar mal gemacht und zweimal sogar komplett geschafft. Also, ja, bin sehr froh, dass ich da doch noch zu meiner alten Stärke gefunden habe und das doch relativ gut läuft. Sind wir mal gespannt, wie es vielleicht weitergeht. Wir schauen mal. Ich bin gespannt und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin heißt es wie immer und ciao.